ist was für Sie, oder? Ja, das ist etwas für Sie. Und das ist möglich. Der Rieke hat eine super Fahrt gezeigt, aber Clara kann das mindestens so. Im besten Fall sollten Sie oben etwas Vorsprung herausfahren können, weil dort bin ich nicht die allerschnellste. Ganz eng, super aerodynamisch. Rum, dreht beim Land drüben. Und schnell, 13. der Vorsprung. Sie ist die allerschnellste und zwar deutlich im ersten Abschnitt. Und ich wiederhole, mit einem Sieg holt sie die Kugel, egal was die anderen machen. Hat da irgendwie. Trotzdem halbwegs eh gewusst. Also das ist jetzt genau ihre Qualität. Da hat die Farbe viel Winkel. Jetzt mit dem Vorsprung. Jetzt diesen Teil einigermaßen mithalten mit Primione, dann kommt das gut. Super, kein Staub, Gott. Islam ist ja in der besten Disziplin, die ist bitter, das funktioniert, diese Kurven klappen. Jawohl, auf der letzten Rille, da jetzt ganz feiner Drift, damit sie da nicht das Tempo mitnehmen kann. Jawohl, sie hat noch Vorsprung, 24 Hundertstel, das müsste reichen, das müsste sie konservieren können. Super, sie einfach in der Hocke geblieben, kommen was wollen. Tempo passt Richtung beim Sprung auch. Clara Gutberami gegen Federica Brignone. Es reicht. Die Schweizerin übernimmt die Spitze und bringt sich in eine fantastische Ausgangslage. Zum vierten Mal die kleine Kugel im Super-G zu gewinnen. Das klappt.